Christian? Was machst du denn hier? Bist du nicht drin? Aber ich habe keinen Bock mehr. Also, keine Ahnung. Bisschen traurig. Irgendwie gedacht, wir gewinnen das Derby und ich habe mir einen Zug nach Hause gebucht. Ich kann die Leute nicht mehr sehen, die müssen wir mal richtig bestrafen. Ich wollte unbedingt von diesem Fatzke bekocht werden. In der Hoffnung, dass er irgendwas kann, aber ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich fahre heim. Du fährst jetzt heim? Einfach so? Ja. Aber wir haben doch noch zwei Tage. Christian! Christian! Einen wunderschönen guten Tag aus Österreich. Mir wurde die für euch unangenehme Aufgabe übertragen von Christian Lenz, euch für die Frechheiten, die ihr euch beim Spandau-Spiel geleistet habt, zu bestrafen. Da hatten wir einmal deinen Sonjas, euer Draft, ihr beiden, du, keine 5-Mann-Knock-Up-Ult, du bist über die Wand geflasht, Greedy. Und du, das weiß gar nicht mehr, was du gemacht hast, aber irgendwas war es bestimmt. Irgendwas war es bestimmt. Du hast den ersten Tower verloren. Das war's. Schande. Deswegen. Und ich habe jetzt hier ein paar Kleinigkeiten für euch vorbereitet, die ihr machen müsst. So, wir haben jetzt die Bestrafung verteilt. Ich würde sagen, wir fangen mit den Coaches an. Was habt ihr? Wir haben die unangenehme Aufgabe, Sambal Oleg zu essen. Aber die ganze Schüssel, ja. Ne? Ja, ich ex das. Ich würde auch einfach sagen, weil ihr beide so großkotzig direkt wart, also die Löffel könnt ihr weglegen, ihr trinkt das einfach jetzt. Ja, er bestimmt nicht, aber ich krieg das hin. Du trinkst, because I told them, because you're so... Cocky. You're cocky, you have to drink. You have to like take a big sip. Of that? Of that, yeah. Not happening. No, not happening, not okay. Not on but my he, okay, he said he's going to do it. So, okay, yeah. Okay. Okay. I start then, because he takes the whole thing out. Start then. I will just offer you. Lass ihn anfangen. Right. Let's give it a try. A big one. I hope I don't die. Okay, a big one. Let's help him a bit. I actually can feel it, you know? I can smell it. It's a hot, sunny day. It's not that hot, but it tastes like shit. Holy shit. Okay. Okay. Das geht an den Bock, an die Spandau-Fans, wo ihr bekommt. I'm joking. All good. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter für die nächste Bestrafung, müssen wir uns ein kleines bisschen nach rechts bewegen. Wir gehen jetzt mal nach unten zum Pool. So, die nächste Bestrafung sind wir jetzt erstmal reingegangen. Und die Bestrafung kriegt Marlon, weil er keine 5-Mann-Ulte hingekriegt hat. Also, let's go, würde ich sagen. What the fuck? So ein Idiot. You're gonna do like the burpees. 1 minute. And no cheating. I'm Zilian. 1 minute, let's go. 3, 2, 1, go. I'm not sure if we can show this on YouTube. Okay, for you, I have something really special. I know you're very active on Twitter, to say at least. Yes. You have to do a tweet that you don't feel the competition in League anymore, and you're maybe and you're going to switch to Dota 2. Can you do it for me in German? We can do it in German, yeah. Yes, you tell me what you want to write and I translate it in German. Okay. The tweet has been sent. We will see how it will be taken by the people. Heartbreaking. Ich glaube, für die nächste Bestrafung müssen wir in die Turnhalle, ne? Ah. Ne? Bitte? Hast du schon Bock? Freust du dich? Möchtest du noch mal ganz kurz sagen, was du für eine Bestrafung gekriegt hast? Arschschießen? Oh, ja. Mensch. Das habe ich auch lange nicht mehr gemacht, aber ich freue mich. Ich werde auch mal schießen, glaube ich. So, ich habe gehört, du hast richtig Bock drauf. Ich meine, wir müssen ja auch dazu sagen, dass das scheint eine persönliche Rechnung offen zu sein, weil Christian Lenz hat sich auch nochmal entschieden, nur fürs Arschschießen extra nochmal nach Österreich zu kommen. Na dann, viel Spaß. Ich werde auch schießen. Nachschuss.
Nachschuss! Mit Latschen, ey. Das war's mit unserem Video, die Bestrafung von Dirk von Sase werdet ihr sehen, wenn ihr auf unserem TikTok-Channel geht. Da könnt ihr das dann einfach sehen, es wird auch ganz witzig und ja, bis dann. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich bin ehrlich, ich hätte sehr gerne getroffen beim Arschschießen.